Scheiße, Zerstörung vor mir. Nein! Ah, oh, ich sag doch wieder, der verschissene Vorführeffekt. Ja. Und damit mal wieder ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play World of Warships mit mir, dem Michael Cooper natürlich, der diesmal nicht mit der Nase hat, sondern mit dem Hals und dem vollkommen gesunden TH. Mahlzeit. Und wie ihr seht, endlich hab ich die King George 5. Und zwar noch nicht ganz ausgebaut, also wir haben schon mal ein paar Ründchen, nicht viele gespielt und es ist wirklich bis jetzt... Bin ich schon ein bisschen begeistert von dem Schiffchen. Und mal sehen, wie es ist, wenn es natürlich dann ausgebaut ist. Aber da müssen wir noch ein bisschen verdienen. Ja, dank der vielen Flaggen geht das auch ein bisschen zügig, ja. Aber das werden wir erstmal sehen. Und jetzt wollen wir euch erstmal ein bisschen zeigen, wie das Schiffchen ist. Hoffentlich machen wir jetzt auch so gute Runden wie letztens. Und nicht wieder dieser dämliche Vorführeffekt. Nicht wahr? Jo. Herr T.A.K.R. Ist ein Insider. Ja, Herr Cooper. Ja, ich habe mich ja bei Heroes and Generals angemeldet und das musste schnell gehen. Und da habe ich leider meinen Namen, da habe ich mich ein bisschen verdrückt auf der Tastatur und da kam dann Michael Q... P... W... oder... Nee, P... W... E... oder irgendwas. Cooper. Jedenfalls Cooper. So, was haben wir denn heute? Wir sind nicht Top-Tier, aber dafür nicht viele Schlachtschiffe große. Wir haben eine Missouri. So, Auftrag geht. Warte auf Spieler, komm schon, ich brauche ein Sampi. Ich brauche ein hübsches Sampi. Ich hab einen Critical Error, also ich komme gleich ins Spiel. Versuch's. Oh. Ist natürlich kacke. Hat gerade Critical Error gesagt, das böse Ding. Echt? Und ich habe jetzt ein übelst geiles Sampi. Weil wenn du nach ranzoomst, bist du noch vor dem ersten Hauptgeschütz. Boah. Ja. So. Bist du wieder drin? Nee. Machen wir ihm das Leben schwer. Ich gebe mir Mühe. Ich warte noch auf dich. Wir machen das natürlich zusammen, Digga. Nö, kannst du losfahren. Einfach mal langsam losfahren. Sag mir eine Richtung an. Nö, wir fahren jetzt Steuerbord. Alles klar. Weil wir eher auf der Seite sind, das würde sich hier in den Lobes rüber zu tümmeln. Also wenn jetzt nicht alle wegfahren. Nee, was mache ich denn jetzt? Ja. Bin doch gar nicht du. Ich bin schon wieder ganz hibbelig. Ich kenne das Level noch gar nicht, es kommt mir neu vor. So klüftet? Nö, das ist schon ein bisschen. Nee, ich meine aber, weil Stufe 9, so viele 9er Gefechte hatte ich ja noch nicht, weißt du, ich meine? Hm. Ich habe ja erst jetzt 2 Achter. Da sind ja nie so viel 9er mit drin, das ist bestimmt ein 9er Level. Ja, 8, 9, 10 würde ich sagen. Hm. Wo willst du denn jetzt hin? Ich komm kuscheln. Achso. Nee. Vom immer vor. Ein Nippig Mayumi, wa? Also wir haben schon festgestellt, hinten der Turm, ne, hat nicht so den Bombebestreichungswinkel. Aber das ist nie so schlimm, da man ja nach vorne raus schon 6 Mumpeln in der Luft hat, ne? Ja, aber mal kurz technische Frage. Ist Steuerbord nicht eigentlich recht? Ja, ich habe mich verguckt. Ich wollte sagen Backbord. Ah. Ich wollte sagen Geschütze Steuerbord. Ah. Backbord. Ich mache auch Fehler, Entschuldigung. Heute ist eh nicht mein Tag. Ja, ich merke das schon. Wir haben heute schon ein paar kleine Ründchen gespielt und ich bin heute nicht so der deutschen Sprache mächtig. Deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich ein bisschen nuschble. Geschütze Backblech. Geschütze. Nee. Geschütze Steuernutz. Jetzt gucke ich wieder nicht hin und die ballern schon alle. Ja, bloß. Ah, bei Weiben nicht getroffen.
Oh, du hast eine Gneisi. Ah, ich habe noch mal Reichweitenflugzeug drauf. Haha. Brenne. Oh, da ist noch eine Nelson. Ah, oh, nee, erwischt. Oh, das sieht nicht so gut aus. Oh, fuck. Zerstörer. Benson. Ah, nee, die fährt weg. Ah, das ist okay. Welche denn jetzt? Oh nein, warum hat sie mir das nicht angezeigt, dass ich gegen Berg schieße? Mach zu, ich mache außen lang. Ich hatte so gute Runden vor uns. Natürlich, wenn wir das aufnehmen, ist wieder dieser... Dieser Effekt vorführt. Genau. Die Benson war schon abgehauen, ne? Jupp. Aufklärungsflugzeug geht zum Schiff zurück. Na wo denn? Ach da. Torpedos auf Backbord. Was? Nicht Fass. Schießt wieder von uns. Besuch, was du in die reinfährst hier. Von irgendjemand entdeckt wurden? Ah. Mir juckt der Scheitel. Aua, was denn das? Die Shawnee und da ist der Gneisi. Scheiße, jetzt bin ich in der Zange. Hilfe! Scheiße, Zerstörer noch vor mir. Nein! Ah, oh, ich sag doch wieder, der verschissene Vorführeffekt. Ja. Ah. Ja, knallt sie weg. Ne, die knallt sie schon weg. Ich muss bloß lenken, dass ich gehen. Meine Secondary macht das schon. Torpedos voraus. Ja, war mir klar. Hier drüben kommt noch eine Scharnhorst, eine Nelson und noch irgendeine Zerstörer. Jogne wohl. Ja. Komm schon. Achso, ich kann da überhin. Ah, jetzt habe ich eine gute Reparatur-Dings drin. Ne, scheiße, hab ich nicht. Und da ist eine Gneise nach noch. Wer ballert denn da auf mich? Ballern alle auf mich. Ich hasse diesen Vorführeffekt. Und jetzt stehe ich natürlich wieder. Wie ich es mache, ich stehe Breitseite. Ja. Scheiße. Du elendes. Zehn, sechs, du Arschkrampe. Zieh dich erstmal ein bisschen zurück. Ja, da ist aber noch eine Gneisenau direkt neben mir. Eine Scharnhorst hier vorne. Ne, eine Gneisenau ist noch vor mir. Ja, eine Scharnhorst ist rechts neben dir. Ja, die beiden haben die. Das ist ja die Scheiße. Egal wie ich mich drehe, einen von denen zeige ich die Breitseite. Weißt du? Und ich brenne, scheiße. Ah, komm schon, 55 Sekunden, wie lange ist es? 32 Sekunden dran. Ah, das sieht mich schon jeder, wenn ich brenne.
Das ist eine geile Nachladezeit. Kann gar nicht so schnell drehen. Eine Insel. War ja klar, eine Insel. Eine Insel. Was sonst? Ja, ich habe eine Insel gefunden. Du auch, das ist ja schön. Bitte lass mich in Ruhe. Ich hab dir eh nichts getan. Ich hab dir eh nichts getan. Ich hab dir eh nichts getan. Ich tu dir nichts. Tu mir auch nichts. 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 Ja, bist du ja so Weichreiter, Reichweite. Kann ich mich nicht... Ah, ne, die sieht mich nicht mehr. Oh. Oh, da bist du ja. Oh, super. Ne, ich hab mich hier ein bisschen dazwischen geschoben. Was ja lieb von dir. Mensch. Aber wieder vorperfekt. Für uns, die beiden Spiele waren so geil, ne? Aber jetzt tue ich wieder hier... Naja, Geschütze drehen dabei. Und wieder aufladen, bitte. Aber trotz meiner Misere bin ich schon wieder bei 33.000 Schaden gemacht. Oh, 53. Ja, du warst jetzt nicht so blöde wie ich und bist zwischen den Fronten geraten. Ich will jetzt aber auch nicht zu weit vorfahren, ja. Nee, lass mal durch. Ich bin eher außer Sichtreichweite von den anderen. Ich tue erstmal aufladen und dann komme ich wieder ran. Dann komme ich wieder ran. Ich drehe mal rum. So, und jetzt komme ich dann mit ran. Und dann müsste es eigentlich wieder gehen. Beschleunigen tut die Burg ganz schön gut, ich stehe schon wieder. Ich fahre schon wieder vorwärts. Ei, für ein Schlachtschiff? Mhm. Echt eine flinke Schnecke. So, was sagt die Dingszeit? Eine Minute kann ich nochmal heilen. Und hab Schwänchen ein Drittel wieder. Machst du irgendwie Hilfe mit der Nelson? Im Moment erstmal noch nicht. Ich halte jetzt erstmal an, weil hier vorne irgendwas Torpedomäßiges sein könnte. Okay, ich bin wieder weiter weg, aber wir können gucken, ob ich Einsicht kriege. Ansonsten knall ich mal bitte was auf den Nelson drauf. Weil die hängt gerade am Felsen, glaube ich. Aber ich sehe sie noch nicht ganz. So, was sagt? 17 Sekunden, dann kann ich wieder ein Drittel heilen. Komm schon. Ich könnte ein bisschen mehr mit Fackeln schießen. Ich hatte mich gerade gebrannt, fällt mir ein. Naja, tun wir da mal wechseln. So, und jetzt 3, 2, 1. Okay. Oh, ein bisschen verzogen. Okay, wer kann mich bewandern? Nee, kann sie nicht. Ah, jetzt brennt sie ja schon wieder. Ich wollte sie zum Brennen kriegen. Oh Menü. Okay, die fährt immer rückwärts oder was? Scheiße, zu weit eingedreht. Was mach ich denn? Oh, ich drücke nicht. Nee. Hat er noch was? Wenn ich nicht viel rede, ich bin gerade beschäftigt. Okay. Soll ich dir irgendwie helfen?
Eine Edinburgh und eine Nelson. Noch eine Nelson? Ja, ja. Na, die eine Nelson brauche ich gerade. Ja, die kommt ja bei mir gerade vorher. Ja, ja, die beschäftige ich. Keine Angst, der wird bestimmt eher auf mich schießen. Da kümmere dich lieber um das andere. Achso, du meinst mit der Secondary, vielleicht wenn sie zu nah ist. Aber die tut sich gleich gerade selber kaputt machen. Ja, ja, eben. Deswegen sage ich ja, die schießt auf mich. Oh Mensch, die ist so schnell, die ist so wendig. Ich vergesse den immer zu drücken. Bestimmt zeige ich wieder Breitseite. Jetzt mache ich sie klar alle von der Seite. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Drei, zwei, in zehn, eins. Nein, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bleib so, bleib so. Die fährt. Ist der doof? Der fährt wieder gegen den Insel, oder? Ja, ja, der fährt jetzt auf mich zu. Ach so, ich dachte, der fährt wieder gegen den Insel. Scheiße, hab ich ihn, hab ich ihn noch, hab ich ihn noch. Nein, scheiße. Tietsch, geht's dir gut, geht's dir gut? Noch. Ich komme. Ich komme. Wenn der vorguckt, kriegt er eine Salve. In der Breitseite. Scheiße. Tot. Das kriegt er wieder. Ist der weiter nach vorne gefahren oder ist der stehen geblieben? Ich würde sagen, der bleibt stehen. Es kommt doch vor. Oh, warum hat das mehr gesessen als bei mir? Ja, weil der 400 Zehner hast und du bist 380er. Aber ich habe besseren Winkel gehabt als er. Das kannst du so nicht sagen. Jetzt kommt noch mehr, scheiße. Geh auf RAM. Ja, ja, ich mach frontal. Ich krieg dich mit. Geh auf RAM. Ja, ja, scheiße. Warte. Zu spät. Scheiße. Also, zeig dem doch nicht die Breitseite, Mensch. Nee, ich hab falsch gedrückt. Ach, scheiße, ich hab falsch gedrückt. Ah! Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Was mir ist. Ah! Das ärgert mich jetzt. Nee, ich wollte rüber drücken, hab aber auf Gas gedrückt. Weißt du, meine? Also, ich wollte auf Q drücken, hab auf W gedrückt. Tja. Der Scheißvorwurf weg. Ich würde sagen, versuch's doch das nächste Mal mit Lenken. Ich brauche ein Lenkrad. Aber das ist mir schon mal passiert. Ich denke, warum lenkt denn der nicht drüber? Da guckst du, ach scheiße, war wenig cool. Ich habe mich quasi verfingert. Nicht? Mhm. Das ärgert mich jetzt, ich hätte ihn rausnehmen können. Oh, scheiße. Scheißendreck, ey. War das ärgerlich, war das ärgerlich. Und da gehen meine Schräubblätter hin. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Macht sich unsere letzten zwei Schiffchen. Naja, unsere
Ron hat noch 500 HP und die Plischka auch nicht mehr viel. Ja. Ja, da können wir noch die zwei, die drei Sekunden können wir noch warten, da können wir noch eine Runde King George spielen. Ja, ja. Und kaputt. Achso, ich bin gerade bei der, ne? Plüschgequietsche? Plüschtier. Quietschende Plüschtier. Oh, das war jetzt so blöd, da hab ich mich wieder verdrückt. Ich wollte eigentlich einlenken. Oh, das kotzt mich an. Solche Fehler sind echt beschissen, weißt du? Ja, das ist ärgerlich. Du darfst dich schuldig fühlen. Ich muss mal irgendwie was hier drauf machen, dass ich merke, dass ich auf die richtigen drei Knöpfe bin, weißt du, meine? Irgendwas. So Knubbel. Aber das ist mir auch schon, das ist mir nicht das erste Mal passiert. Das ist ärgerlich. Erst der beinahe Selbstmord am Anfang. Joa. So, dann hab ich auch wenigstens die erste Dings da abgeschlossen. Ja, wenigstens was. Läuft doch. So, dann muss man aber Google, dass man... Warte mal kurz. Nee, Äußeres. Haben aber gut gespielt, die Gegner. Kannst du nicht meckern. Ja, die waren nicht schlecht, ja. Also... Ja. Ach nee, 11.900 habe ich, kann mich... Scheiße, ich spiele besser. Hätte ich die Nelson noch mit weggemacht, hätte ich jetzt 12.000. Da hätte ich mir hier bessere Reichweite kaufen können. Naja. Weichreite. Genau, Flaggen habe ich alle noch drin. Super, super, super. Like, super, Trooper. Ja, ja, genau das. Belohnung einsammeln. Kriegst du überhaupt für Belohnung dafür? Drei Container. Ja, ja, tu, kannst du nachher aufmachen. Tu jetzt nicht lange rummehren, mach, tu die nächsten aktivieren. Welche waren wir am besten? Du hast es schon im Kopf. Bei den Feldzügen. Bei Stufe 2 warst du jetzt aber. No. Moment. Also ich habe 2, 3 und 4 gemacht. Ja, dann mach ich mal mitkommen. Ich jetzt hier alles durchlese. Aufgabe 2, 3 und 4. Gut. Was, aber Aufgabe 4 ist... Also... Ach, Kreuzung. Nee, ja, Aufgabe... Aufgabe 4 ist für Kreuz, aber ist jetzt egal. Können wir dann später nochmal... Super, super, super gut. Ich hole mir dann die Dinger. Gut, dann machen wir jetzt noch... Ja, müssen wir langsam. Sonst wird es wieder zu lang. Genau. Ab ins Gefecht. Dann los. Ja, auf jeden Fall, die Aufgaben sind, glaube ich, 100.000 Schaden an deutschen Schiffen. Ah, okay. Ach stimmt, das hast du letztes Mal erzählt. Bevorzugt auf deutsche schießen. Und das klang jetzt gleich wieder. Ah, nee. Da sind sie auch nicht hier, der Begida jetzt anschreibt. Und nee, die Frau Storch wird uns anschreiben hier, wie heißt sie? Genau, und mit... am besten mit HE Module von gegnerischen Schiffen zerstören. Ah, okay. Ja, das kann ich ja. Die King George hat die über 40% Branddinger. Da kann ich ja mal ein bisschen. Ja, gute Idee. Hm. Kann ich jetzt mal ein bisschen probieren. Also schießt im Idealfall auf die Bismarck und die Gneise genau und leuchtest gleichzeitig immer schön mit HE auf die anderen. Yeah. Super. Aber da ist der Bruder. Wir können doch nicht auf den Bruder schießen. Ach, da... Ach, das kommt schnell. Aber es ist gar nicht Winter. Du? Mal ohne Winter. Bleiben wir von der Seite? Ja, ich mach so ein bisschen Richtung Mitte rein. Langsam. Weil, wie gesagt, wenn du hier mit dem Schlachtschiff außen fährst, bist du wieder zu weit weg, um eingreifen zu können. Ja, ja, ich weiß schon. Bringt nichts. Obwohl wir ja nie so lahm sind, aber trotzdem. Ehe du dann wieder alles abschießt und ich komme nie hinterher. Und du mir meine Tonnagepunkte klaust, also meine Trefferpunkte. Der DH ist nämlich so ein kleines Klauschwein. Das würde ich nie tun.
Und da hier drüben an der Meerenge auch keiner scoutet. Ja, nee, das wird mir immer zu gefährlich. Ja, das kann ich meinen. Und jetzt fährst du mit deiner Pensacola an. Na super. Pensacola? Pencil. Ist echt eine Pencil? Ah, sieht bloß von der Seite aus wie ein Dings, Mensch. Ich dachte schon. Da ist eine Queenie. Ja, jetzt ist sie, die fahren alle auf die andere Seite rüber. Ja. Ist die nur zu riskant. Deutsche Schiffe. Ist aber noch ein Stückchen weg. The Crowds! Wir müssen the Crowds kriegen. Nein, das klingt ja amerikanisch. Ich krieg diesen britischen Akzent nicht hin. A tea time. Wir müssen the Crowds kriegen. Ja, die Briten, die rollen doch ein bisschen mehr. Nee, das sind da Amis. Die haben so einen komischen. Ach, wie soll ich das erklären? Das krieg ich schlecht hin. Das verstehe ich auch schlecht. Also wo ich mal hier so ein bisschen Produktionsassi gemacht habe, ne? Da hat mich mal jemand aus... Wo ist denn jetzt irgendwas hier? In meiner Reichweite? Ach da. Hat mich mal jemand aus England mit einem fiesen londonischen Akzent angerufen. Ich habe nichts verstanden. Also Amis, so amerikanischen, gerade kalifornischen, verstehe ich Bombe. Aber diesen extrem englischen Dialekt habe ich nicht verstanden. Musste ich sagen, sorry, hier auf Englisch. Ich hol mal jemanden ran. Oh, ich habe wieder nichts zum Ballern. Was kommt denn da in den Bayern? Oh, Mann, Crowd, fahr mal rüber. Guck mal, der hat der rostige Tanne drauf. Rustikale Tanne? Die rostige, die korrodierende. Also... Ja, kommen wir übrigens Top-Dings, so. Ja, die da sind. Bin ich da mit meinem süßen, flinken Hintern weg. Meinem dicken Geschütz-Hintern. Ja, ich hab's schon mitgekriegt, Dünni. Dass der Günther immer schreien muss. Gneisi und Mutsu. Wo schießt denn du drauf? Klingt schon... Ich schieß momentan... gar nicht. Geht's dir gut? Klingt schon wieder, als hast du Verstopfung. Ja, manchmal. Ich mach mir da immer Sorgen. Zum Geburtstag schenke ich dir mal Abführmittel. Damit du mal entspannter damit mit zocken kannst. Obwohl, wenn du zu viel nimmst, ist das ohnehin dann entspannend. Mensch, da kommt eine Georgie vor. Also ich wäre ja eher dafür... Du was? Dass du... mir zum Geburtstag mal ein Abfüllmittel ausgibst. Ach so. Aufklärungsflugzeug in der Luft. Ja, wann hast du denn? Ach so, dürfen meine Sorgen, ist ja geheim. Ist es noch lange jetzt hin? Nö. Und es klingt nur gut. Ich hab's. Weißt du, wie viel Schaden ich jetzt auf dem Mutsuko gemacht hab? Nein. Warte mal. 3? Nee, 6, 6, 6, 6. Viermal die 6. Oh, da ist eine Gneisi. Was schießt denn jetzt? Ich kann mich nicht entscheiden. Bleibt die stehen? Ja, die bleibt stehen. Ach, die Nachladezeit ist auch so geil, oder? Jetzt fährt sie wieder, oder? Ach, scheiße. Ja, durch das relativ kleine Kaliber. No? Ja, das sind die, brauchst du nicht so einen fetten Korn. Nicht so viel kleiner ist ja auch nicht. Also jetzt riesen kleiner ist ja nicht. Ein bisschen, ja, aber... Also ist nie so wie bei der... Na, drück schon richtig den Knopf. Ja. Ist jetzt nie so wie bei der... Wie Scharnhorst, ich hau die mal durcheinander. Ja, ist noch... Scharnhorst war's. Mit dem 28er genau. Zum Beispiel, weißt du? So schlimm ist es nicht. Na komm schon, sieht gut aus. Ja, 9-6, aber dafür krieg ich eine Scheiße.
Oh, die dreht zu schnell. Oh, das tat weh. Die dreht viel zu, die dreht zu schnell. Ich komme da gar nicht mit dem Rotor zurückstellen hinterher. Bin ich gar nicht gewöhnt. Au, oh, was war denn das jetzt? Wer hat mir jetzt innen reingezimmert? Mut zu? Nee. Die Queen Elizabeth. Oh scheiße, die ist ja untergegangen. Oh, das war wieder so eine Vorführrunde. Ich krieg die Krise. Geh mal auf die Bremse. Na, ballert er noch auf mich? Was ist denn hier? Eine Nürnberg? Oh, ich krieg die Krise. Kann mich mal jemand einnebeln? Ich hab keinen Nebel. Oh. War ja wieder klar hier. Und alle ballern auf mich. Ah, oh, ich hasse diesen Vorführeffekt. Nur alle. Du bist ja am weitesten vorne. Kannst du nichts machen. Da ist er weg. Ja. Yep. Boah, Alter. Das war jetzt... Ja. Jetzt bist du dran. Nee, das ist nicht die Nürnberg. Das ist die Atlanta. Steht euch um die Ecke. Ach so, aber die Nürnberg war es für uns bei mir auch. Die hat bloß Schiss gehabt, dass ich auf die baller. Deswegen ist sie jetzt beigedreht. Aber typisch wieder der Vorführeffekt, hä? Oder wir haben wieder zu viel gequatscht. Oder zumindest ich. Da ich wieder nicht konzentriert war. Weil sonst ist es eigentlich ein recht gutes Schiffchen, ne? Macht eigentlich richtig Spaß. Mhm, geht schon. Nicht mal viel Schaden gemacht, ey, so eine Scheiße. Naja. Beim nächsten Mal, da gucken wir mal ein TH zu. Och, ne, jo. Auf uns hat man so eine gute Runde, ne? So gute Runden. Und jetzt nehmen wir auf und natürlich geht's da wieder alles schief. Aber wen lebst du noch? Allzu lange vermute ich auch nicht mehr. Das geht doch noch. Kannst du dich noch heilen? Ja. Also punktetechnisch geht's ja noch. Und ja, schiffstechnisch, ne? Bis jetzt, ja. Ach, das ist immer komisch, hä? Meistens, wenn wir aufnehmen, ja, passiert sowas. Und vorher ein paar Punkte sammeln, da spielen wir, machen wir richtig gute Runden. Ah, naja. Dorf ist immer authentisch. Das stimmt. Wir könnten ja auch bloß gute Runden online stellen. Ne? Ja. Ach, hier, guck mal. Der Röst steht da, ne, kommt gerade vorbei. Die rüstige Tanne. Die rüstige Tanne. An was denkst du denn schon wieder? TH, hm? Nix. Nix. Rüstige Rentner rüsten auf.
Was ist mit deinen Witzen? Von uns kommen mehr Witze. Ich brauch's für den Vorspann. Nächstes Mal machen wir's gleich. Da tun wir nicht so viel vorher rumspielen, sondern tun gleich aufnehmen. Ja, könnte man zumindest versuchen. Da kriegen wir vielleicht eine bessere Runden hin. So langsam nervt mich nämlich die Atlanta so ein bisschen, ja. Ja, ja. Also wie gesagt, von uns kannst du ja dann die Folge mal angucken. Also da sind wir von allen Seiten. Ich habe leider nicht diesen Zähler drin, sonst hätte, also mein Captain hat nicht diesen Zähler, sonst hätte mich mal interessiert, wie viel auf einmal. Ich habe nur noch Mumpeln gesehen. Der Himmel verdunkelte sich. Und da kommt schon wieder was. Oh, jetzt bis, ja. Atlanta. Ja. Komm, hau einen rin, kriegst du? Hau ein wenig einen rin, das misst viel. Ja! Schönes Ding, Mädchennatze. Autsch. Oh, scheiße, da kommt noch eine Mutter, da ist die verkackte Mutsu. Komm, hau ein wenig raus. Wenn es das Letzte ist, was du tust. Ja, schönes Ding. Schönes Ding. Das freut mich doch nochmal ein bisschen. Wenn ich bin ich da unten. Ja, komm, aber du hast die scheiß Atlanta, das nervige Mistding, hast du wenigstens rausgehauen. Das sollte dir doch noch eine kleine Befriedigung geben. Eine kleine. Jo, immerhin. Mich freut es auch noch ein bisschen. Ja. Dieses mistige Drecksstück, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Hey, beinahe. 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 Ja. Was meinst du, wie sieht's aus mit den Punkten? Ach, könnten wir sogar noch gewinnen. Eventuell. Hätten wir gar, was hab ich gesagt? Gar noch zu gewinnen? Ah. Heute ist nicht mein Tag. Wollen wir uns das noch antun? Ich denke mal, wir machen. Ja, gut, okay. Komm, die Folge ist so lang genug jetzt. Ja. Ja, die geht schon bald wieder 40 Minuten zu. Eieiei. Da gehen wir mal raus zum Hafen. Da sind wir jetzt wieder dann zurück in Hamburg, würde ich sagen. Mit dem britischen Schiff in Hamburg ist komisch, aber... Naja, ach, warum? Warum nicht? Flottenbesuch, ach, mir ist Gefecht ja noch nie zu Ende. Was, ja. Nö, aber ich würde sagen, wir sind raus. Ja, wir sind raus. Mal sehen, was nächste Folge kommt. Lasst euch überraschen. Ja, leider Vorführeffekt, weil die Runden, die wir davor ohne aufzunehmen gespielt haben, waren richtig geil. Also für uns beide eigentlich. Ja, also ich finde schönes Schiff. Ich habe es noch nicht ganz ausgebaut, aber wenn es ausgebaut ist, würde ich sagen, bestimmt Bombe. Also freut euch auf weitere schöne Runden mit der Georgie. Und ich bin der Michael Kubo und sag damit Tschüss. Bye bye. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn nicht, cut it out.